So einen schönen Mittag hier bei mir auf dem Kanal, 12 Uhr, Neubeginn, oder was heißt Neubeginn? Also Resident Evil Reihe, Resident Evil 1 steht an. Und zwar diesmal mit Sound. Ich muss mich erstmal wieder daran gewöhnen, dass ich diese Soundeinstellung separat machen muss hier über am PC. Aber jetzt haben wir es, dass es super laufen wird. Also, Spiel laden. Gestern Abend leider das Spiel rausgeflogen. Ich hoffe nicht, dass es diesmal der Fall ist, weil dann muss ich auch wieder abbrechen. Leider, leider, leider. Nach 50 Minuten Spielzeit gestern Abend noch hat das Spiel versagt und ich habe jetzt das Serum, genau, das Serum hier. Und damit muss ich ja jetzt noch zum Kollegen, wie heißt er, Richard oder so. Muss ich aber erstmal hier raus, Treppe rauf. Warte mal, kann ich das schon Sachen hier lassen? Im Grunde brauche ich gar nicht so viel. Den lasse ich hier, den lasse ich hier. Den mache ich mal so. Serum macht gleich Platz. Und die Zombies lasse ich so gut wie es geht am Leben jetzt. Oh nein. Okay, Mist. Ah, verdammt. Nein. Hallo. Oh, Leute. Na, okay. Knapper mal mir. Mist, ey. Jetzt habe ich dafür schon den Elektroschocker verballert. Ja, glaube ich. Jupp. Here, Richard. I'm gonna give you a shot. Hang in there. Jill. Here's my radio. Take it. I'm... Does it ever... Not hurt? So, jetzt haben wir hier die Kräuter und Pflanzen. Sieht aber noch gut aus. Brauche ich noch nicht. Okay, nochmal. Ja. I'm okay. The others. Ach Leute, ich habe. Ja, das ist natürlich wieder blöd gelaufen. Dann nehme ich jetzt doch mal die Kräuter mit. Ich brauche doch noch mal Feuerzeug. Die werde ich jetzt auf jeden Fall wieder erstmal mischen. Das heißt, ich muss jetzt erstmal wieder zurück zu diesem einen Speicherraum dahinter. Sondern hier durch diesen Gang. Im Normalfall soll ich eigentlich mal die Zombies verbrennen, aber Kerosin ist halt begrenzt.
zum Glück treibt der sich immer auf der anderen Seite rum. Na, jetzt muss ich natürlich wieder schnell machen, bevor die wieder an mir rumnagen. Ich habe nämlich das Feuerzeug abgelegt. Die Kräuter lasse ich auch erstmal hier. So. Das Feuerzeug brauche ich. Soll ich den noch mitnehmen? Nein. Den lasse ich hier. Also nehme ich nur das Feuerzeug mit und beeile mich jetzt wieder zu dem Richard dort zu gelangen. Mein Gott, ey, das gibt's doch nicht. An diesem Viech komm ich nicht vorbei. Jetzt frisst er mich auch wieder auf. Gelb. Ah, da ist er. Ja, kommst du woanders hin, Mann. So. Ja, da habe ich sogar Munition. Der ist schon tot. Gut. Ah. Könnte jetzt noch ein Zombie plattballer. Lass mir das Magazin mal mit. Ja, 4 Schuss hätte ich sonst nur übrig jetzt.
weiß auch, wen ich mir vorknüpfe. Welchen Zombie. Aber ich finde das richtig cool, dass hier selbst die Viecher immer die ganze Zeit durch die Türen kommen. Finde ich schon irgendwie abartig auch. Aber das ist richtig cool gemacht. Ich komme mir irgendwie immer so vor, als ob ich Cluedo hier spiele. Wen erwischt es als nächsten? Jetzt werde ich auf Diorg gehen, sagen wir es mal so. Die brauche ich theoretisch nicht. Aber die vor dem Speicherraum, die erledige ich jetzt allesamt. Schuss pro ein Zombie, das muss man zählen. Jetzt habe ich 19 Schuss, das sollte sich ausgehen. Er ist tot. Kann ich hier nämlich schon mal frei machen. Servus Mauli. So. Kommt der jetzt hoch? Ja, der ist gleich da. Komm ich bei deinem Weltall. Jetzt ist er da. Komm schon. Also ich bleib da stehen aufgrund der besseren Sicht halt. Der dürfte noch leben. Ja. Jetzt ist er tot. Gut. Also. Die haben wir jetzt schon mal erledigt. Also ich habe hier ein bisschen Platz zum Durchschnaufen jetzt. Habe ich nicht hier irgendwie noch einen einzelnen Heilkräuterstrauch? Nee. Aber schon genug. Schuss sogar.
Jetzt brauche ich das Feuerzeug erstmal nicht. Der ist mir eh wurscht. Der kann machen, was er will gleich. Also über dem Esszimmer. Der hängt eh nur auf der anderen Seite rum. Gut. Da haben wir noch die Farbbänder. Sollte ich mir die jetzt schon mitnehmen? Jo. Travers Tage. 24. November 67. 11 Tage sind vergangen, seit ich auf diesem Anwesen eintraf. Wie bin ich hier gelandet? Ein Mann im Laborkittel brachte mir ein kärgliches Mahl und sagte, ich bedauere, dass ich Ihnen das zumuten muss, aber es ist aus Sicherheitsgründen nötig. Und da ging mir ein Licht auf. Jetzt ergibt es Sinn. Nur zwei Leute kennen das Geheimnis dieses Hauses, Sir Spencer und ich. Wenn die mich umbringen, weiß nur noch Spencer Bescheid. Aber warum? Das ist nun egal. Hier ist es zu gefährlich. Meine Familie. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ich muss entkommen. Jessica, Lisa, ich bete für eure Sicherheit. 26. November 67. Wie konnte ich so unachtsam sein? Ich habe mein liebstes Fahrzeug verloren.
Nee, Feuerzeug verloren. Mein Geburtstagsgeschenk von Jessica. Das macht es viel schwerer, von diesem finsteren Ort zu entkommen. 13. November, der Tag, an dem mein Schicksal besiegelt wurde. Nur 3 Tage zuvor wurde meine Tante ins Krankenhaus eingeliefert. Jessica und Lisa wollten sie besuchen gehen. Ich wünschte, ich wäre bei ihnen dort. Aber nein, ich entsinne mich. Kurz vor meiner Ohnmacht sagten die Männer in Laborkitteln etwas wie: Wahrscheinlich sind seine Frau und Tochter schon. Punkt, Punkt, Punkt. Ich bete für ihre Sicherheit. 27. November 1967. Irgendwie konnte ich aus dem Raum entkommen, aber aus diesem Haus kommt man nicht so schnell, kommt man nicht so leicht. Ich muss die ganzen Fallen umgehen. Tigeraugen, Goldsymbole, das darf ich nicht vergessen. Was natürlich cool ist, hätte ich das Symbol vergessen, dann würde ich hier quasi erstmal nicht so leicht rauskommen. Wäre vielleicht das Spiel schon vorbei. Ne. Seite ist zu gut, glaube ich. Nee, doch. Sie ist hier. Also würde ich mal sagen, haben wir das mal geschafft. Farbbänder habe ich ja natürlich ein paar. Und ich speichere jetzt auf den zweiten Spielstand. Jetzt muss ich mal gucken, jetzt muss ich ja nach draußen. Wo war denn das? Dort ganz links in dem Raum sind die Krähen, wo die Treppen raufgehen. Okay. Ah ja, warte mal. Ich glaube. Ich weiß es. Es müsste eigentlich dieser rennende Zombie dann kommen, oder? Bin ich stumm. Probieren
Probieren wir mal die erste Tür aus, oder? Die hier? Die können erstmal da bleiben, wo sie sind. Okay, ich muss jetzt da draußen. Aber wo war das? War das hier die Tür? Den Raum mal ab. Ich glaube, hier war das Kerosin drin. Ja, da unten steht der Kiste, die Kiste da. Oh. Haben wir da noch was? Ich glaube nicht. Wo komme ich jetzt nach draußen? Wo war denn das? Da muss ich da wahrscheinlich einmal rumlaufen um den anderen Raum. Das sieht mir doch fast ganz danach aus. Okay, nee. Oder doch? Doch, oder? Oh nee, oder? Ich habe die, ja, super. Okay, jetzt habe ich zwar gefunden, wieder wo das ist, aber ich habe meine Chemikalie wieder vergessen, so wie gestern. Geradeaus war das, ne? Ja. Dem da wachsen auch schon die Krallen. Ich sagte, das ist der nächste, der auf mich losgeht. Aber diese ganzen Wege, also jetzt muss ich halt einen längeren zurücklegen bis zu dieser Kiste. Das gibt's ja nicht. Jetzt habe ich fast einen Herzinfarkt gekriegt wegen diesem Zombie.
Der ist aber, oder der kommt, glaube ich, nicht in diesen Raum. Das ist aber auch komisch. Also ich habe jetzt nur noch eine Wahl. Entweder mache ich die Zombies direkt platt. Oder ich laufe die ganze Zeit außen rum irgendwie. Aber Farbbänder jetzt auf 26, das brauche ich halt dieses. Müssen dies. Jetzt ordne ich mal eben die Sachen ein bisschen besser an wieder. Das ist komisch. Ja, okay, dann könnte ich ja durch das ganze Gebäude einmal durchlatschen und die ganzen Türen aufschließen. Hätte natürlich was, ja. Aber es sind noch einige. Aber jetzt habe ich ja auf dem linken Bereich schon mal einiges gefunden. Fehlt mir, glaube ich, jetzt nicht mehr so viel. Nur rechts, da ist noch einiges zu finden an den Türen. Ja, ich spiele sie ja nur. Bei Chris ist mir das ja wurscht. Aber was mir viel mehr auffällt gerade, ist echt, ich habe diese blöde Chemikalie nicht. Ich hab die Chemikalie nicht. Ist jetzt euer Ernst? Also das finde ich jetzt merkwürdig. Wo ist jetzt mein liebster Zombie hier oben?
Ah, steht genau da. Na komm, mach ich die auch nicht. Jetzt mal was anderes. Wo habe ich jetzt diese Chemikalie? Die habe ich doch ziemlich zeitnah eigentlich bekommen gehabt, aber warte mal, wenn ich jetzt. Ich probiere einfach mal den roten Flur aus, der jetzt auf dieser Seite hier ist. Hier. Den nicht. So. Geht doch. Genau hier war das, glaube ich, jetzt. Oder? Verlassen nehme ich jetzt. Okay, Dolch. Sehr gut. Den hatte ich beim letzten Mal auch nicht. Ja, Leute, wo kriege ich jetzt diese blöden Chemikalien her? Ohne diese Chemikalie komme ich nicht durch. Im Osten IG. In welchen Raum? Ich kann mir vorstellen, einer von den vier roten da. Neben der Schreibmaschine ist das nicht, das weiß ich. Naja, gehen wir erstmal ins Erdgeschoss. Oben rechts in der Ecke, da wo diese zwei Pfeile sind, da oben. Oder
Naja. Naja. Osten von meinem Standpunkt zum. Ja, okay, sehr stark nordöstlich. So, ich probiere es jetzt mal. Zack. Geht eine Treppe nach unten, die würde ich jetzt aber nicht nehmen. Jetzt geht es da noch rechts und dann, warte mal, ich glaube. Hier in diesem kleinen Kabuff. Ach, den habe ich ja schon gemacht. Also noch nicht Kabuff. Ja, da hinten ist halt das Gewächshaus dann. Genau. Guter Raum. Tagebuch des Wächters. 9. Mai 98. Pokerabend mit Scott und Alias von der Sicherheit und Steve von der Forschung. Steve räumte ab. Aber ich bin mir sicher, dass er gemogelt hat. Mistkerl. 10. Mai 98. Einer der Bosse hat mich mit der Pflege eines neuen Wesens beauftragt. Sieht aus wie ein Gorilla ohne Pelz. Gefüttert werden sollte es mit lebenden Tieren. Als ich ein Schwein hineinwarf, spielte das Wesen damit, riss ihm die Beine ab und die Gedärme aus, ehe es zu fressen begann. 11. Mai 98. Scott weckte mich um 5 Uhr morgens. Ich kriegte einen gewaltigen Schreck. Er trug einen Schutzanzug. Er gab mir auch einen und befahl mir, ihn anzuziehen. Sagte im Kellerlabor, hatte es einen Unfall gegeben. Ich habe immer damit gerechnet, dass so etwas passiert. Diese Schweine in der Forschung schlafen nie und machen nie Urlaub. 12. Mai 98. Seit gestern laufe ich in diesem verfluchten Schutzanzug rum. Ich bin verschwitzt und alles juckt. Die blöden Hunde starren mich an, also bekommen sie heute kein Futter. Geschieht ihnen recht. 13. Mai 98. Ging zur Krankenabteilung. Mein ganzer Rücken ist geschwollen und juckt. Die haben ihn verbunden und mir gesagt, dass ich den Schutzanzug nicht mehr brauche. Ich will einfach nur schlafen. 14. Mai 98. Noch eine große Blase an meinem Fuß. Ich musste den Fuß auf meinem Weg zum Hundezwinger hinter mir herschleifen. Die Hunde waren den ganzen Tag still, komisch. Dann merkte ich, dass einige entkommen waren. Vielleicht ist das ihre Rache, weil ich sie 3 Tage lang nicht gefüttert habe. Wenn jemand das herausfindet, rollt mein Kopf. 16. Mai 98. Es geht das Gerücht um, dass gestern Abend ein Forscher auf der Flucht vom Anwesen erschossen wurde. Mein ganzer Körper ist heiß und juckt und ich schwitze ständig. Als ich die Schwellung an meinem Arm kratzte, fiel ein Stück verrottetes Fleisch ab. Was zum Henker ist hier los?
19. Mai 98. Fieber weg, alles juckt, Hunger, esse Hundefutter. 21. Mai 98. Juckt, juckt, Scott kam hässlich. Juckt, juckt, Scott kam hässlich, hab ihn gefressen, lecker. Juckt, 4. Juckt, 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 lecker. Okay. Juckt, juckt, juckt. Gut, dass ich vorher noch Munition gefunden habe. Was ist das? Batteriepack. Nehmen wir das mal mit. Inklusive neuer Munition. Hä, wo ist jetzt mein Batteriepack hin? Also okay, diesen Raum, den habe ich jetzt auch abgeschlossen, deswegen ist er nämlich jetzt grün. Ja. Noch eine Tür? Ich glaube nicht. Nee. Jetzt gehen wir mal auf die andere Seite. Das gibt's doch nicht. Ich hatte die doch schon länger. Diese Chemikalie. Und jetzt ist die irgendwie nicht da. Deswegen bin ich mir eigentlich safe. So, okay. Wo geht's jetzt durch den großen Raum nochmal hin dort? Kannst du ihn töten? Ich töte ihn jetzt. Komm, steh auf.
Tasche. Ne, da komme ich ja raus, warte mal. Da. Ne. Also rechts ist der Außenbereich dort. Was war das? Oh, jetzt bin ich falsch herum. Theoretisch müsste ich darum. Komm schon, ich mache jetzt platt. Nicht stöhnen, ein Leckerchen ist hier. Komm schon. Okay, besser. Noch einer. Wie viele sind jetzt hier? Hier noch was? Da komme ich glaube nicht mehr rein. Kein Durchkommen da mehr. Jetzt gehe ich einmal rechts durch den nächsten Raum. Ich glaube, hier ist das. Genau. Ist hier der nächste rote? Ne, da war ich noch gar nicht. Oh, Rüstungsschlüssel. Den brauche ich nicht mehr. Sehr gut, ein Platz mehr weg.
Diese Raben, Alter. So, wohin geht's da jetzt? Oh nein! Oh. Lass mich doch los hier. Komm rein da. Ja, das hat wirklich Autsch gemacht, Mauli. Das ist echt eine gute Frage. Ich war doch jetzt schon eigentlich fast überall. Was? Jetzt verarsch mich nicht, oder? Scheiße. So, jetzt komme ich da in diesen Eingang schon mal rein. Lang gehe, habe ich auch noch einen Raum gleich. Okay, da brauche ich den Helm, das Helmsymbol dafür. Der Seite. Was hat man denn da nochmal drin?
Also Hunde, die sind ja noch schlimmer als die Zombies. Vielleicht in dem anderen Raum noch, der da ist. Die war ja schon. Das ist ein scheiß Insekt. Ja, damit scheinen diese Räume auch aus. Geradeaus oder durch die andere Tür? Ich glaube, geradeaus geht es auch schon nicht mehr. Genau, also bleibt nur noch die da hinten. Natürlich auch schon was rausgenommen. Ich brauch so ein Wappen. Also die, die natürlich grün sind, da reich. Also da habe ich schon eigentlich schon alles raus. Deswegen überrascht es mich, wo nämlich meine Chemikalie hin ist. Gehe ich mal den nächsten roten Raum besuchen. Oder war das da das Gewächshaus? Nee, war es ja eigentlich nicht. Aber da muss ich auf jeden Fall noch nicht rein. Ja, oh, super! Oh, danke, toll. Das ist ein roter, das ist ein roter Raum. Scheißdreck. Das macht meine Energie. Oh Mann. Ich sag, das werde ich nicht überleben. Wenn ich da rein muss. Aber es kann natürlich sein, dass der da ist. Okay, 3, 2, 1, los. Ich hab mir
Hab ich jetzt noch was? Ja, hab ich. Okay, den nehmen wir mal mit. Wenn der jetzt rot, grün ist. Er ist grün. Oh, ich werde nicht mehr. Ist auch noch eine Tür. Ich führe da oben in einen großen Raum. Aber da bin ich mir sicher, da war ich noch nicht. Aber das mache ich jetzt auch noch nicht. Und da ist auch die Chemikalie nicht. Hat der die? Was ich natürlich jetzt mache, ist mich heilen lassen. Also überall, wo ich die jetzt erschossen hab, da laufen die jetzt alle so wahnsinnig rum. Also Jill ist auf jeden Fall schon sehr verletzt. Bleibt bloß alle da, wo ihr seid. Soll ich die jetzt mitnehmen? Hoffe. Puh.
So, rechts oder geradeaus? Also hier kriege ich halt nur Kerosin her. Ah ne, warte mal, da ist auch noch eine Batterie. Ach, die sind. Ah, jetzt weiß ich, wofür die sind. Für den Elektroschocker. Um den aufzuladen direkt. Das ist alle Gewehr. Ich nehme jetzt auch mal mit. Haben wir das, den Raum jetzt grün? Nee, noch nicht, oder? Doch. Und da geht's hin zur. Gute Frage. Ja, zum Gewächshaus da hinten nicht. Also wie gesagt, die Chemikalie brauche ich, sonst das endet das dann nicht gut. Ja, das weiß ich, dass das Westen ist. Aber ich war ja auch überall im Osten. Ich will jetzt alle roten Sachen einfach nur durchsuchen nochmal. Das ist die Sache. Hier nochmal lang. Ach so, wegen den Treppen. Kann das nicht sein, dass das Ding vielleicht irgendwie unten ist? Nein, kann es nicht sein. Aber hier war ich auch noch nicht, oder? Super, Helmsymbol.
Waffe. Ich sollte mir angewöhnen, irgendwas zu verschieben. Habe ich den jetzt abgeschlossen, den Raum? Nee. Jetzt aber. Jo. Okay, der ist jetzt weg. Super. Jetzt sind da auch diese ganzen Viecher. Toll. Aber irgendwas ist, könnte hier noch draußen sein. Okay, Chemikalien, super. Dann haben wir Kerosin und die. Ich will jetzt nichts sagen, aber das könnte die Chemikalie sein. War gerade schon da. Nein, du kommst da nicht hin. Also, jetzt muss ich quasi wieder zurück. Es gibt nichts Gruseligeres als Zombiehunde.
Irgendwann musste der ja aufstehen. Nee, ich muss durch die eine Tür hier vorne. Und jetzt einmal ganz nach rechts rum, glaube ich. Ja. Ah, erstmal noch nicht. Denn jetzt, oh, ich habe sogar drei Kräuter hier. Da werde ich erstmal zwei zusammenmischen. Jetzt nehmen wir die Maske mit. Nehmen wir das Kraut mit für Heilung? Nein. Das bleibt einfach mal da. Und jetzt habe ich diesen Raum auch abgeschlossen auf grün, glaube ich, oder? Nee. So nicht. Nehmen wir es doch einfach mal mit. Vielleicht erwischt mich ja noch ein Zombie unterwegs. Habe ich jetzt abgeschlossen? Nein! Wieso nicht? Hier noch was? Ach, noch mehr Kraut. Ja, okay. Also, das bringt im Grunde jetzt gar nichts mehr. So wie eine Schüsse dahin, ne? Thank you.
So, ich werde jetzt mal noch was machen, weil ich nämlich jetzt weiß, was kommt. Ich brauche noch mal die Itemkiste. Nach wie vor hoffe ich, dass jetzt hier keine Zombies rumlaufen. Aber das sind noch welche auf dem Boden. Im Grunde soll ich die vielleicht direkt verbrennen. Natürlich, es geht ohne Feuerzeug doch nicht. Lass auch mal das Windwappen hier. Ach, die Todesmaske kann ich hier lassen.
Genau das habe ich befürchtet dann. Diese Viecher dann da aufstehen wieder. Was ist das bitte? Payback time. Schon abgeschlossen im Raum. Nee, da fehlt noch was. Jetzt. Yes, jetzt habe ich alles gefunden in diesem Raum. Und Richard ist nicht mehr. Vor allem, woher kommen die wieder alle, diese Zombies?
diese Todesmaske und das Gewehr, das tue ich erstmal weg. Ich habe ja noch das normale Gewehr. Da ist natürlich hier noch der Zombie drin. Hier aber hier. Sehr guter Schuss. Das heißt, jetzt müsste ich eigentlich hier alles auch komplett bereinigt haben. Das lasse ich hier. Die lasse ich hier. Danke, Mauli. Ja, der hat wirklich gesessen, der Schuss. So, ich mache mal mein Farbband mit. Speichere ich nochmal zwischen, nachdem ich die Schlange zum ersten Mal in die Flucht geschlagen habe. Aber die Schlange sah schon geil aus. Ich meine, für so ein Spiel von 98 hier, ne? Also legendär. So viel zum Heilen habe ich im Grunde gar nicht mehr. Das muss ich mal kurz schauen. Also, ich bin jetzt im Speicherraum hier. Ist ja nicht mehr. So, jetzt habe ich hier wenigstens in ein paar Räumen meine Ruhe. Was war da alles noch? Da bin ich nicht reingekommen wegen Helmtür, oder? Nee, die ist einfach nur von der anderen Seite verschlossen. Also man merkt echt, dass ich zum ersten Mal Resident Evil spiele. Ich muss hier die Treppe runter.
Nächster Speicherraum. Im Grunde brauche ich hier ist nichts, oder? Ja, doch, weißt du was? Ich habe ja hier. Das könnte ich jetzt machen. Nichts mehr. Das sind noch mal für einen Zombie. Wie war das jetzt nochmal? Wie komme ich denn nochmal da durch, wenn der Griff kaputt ist? Scheiße. Das ist wirklich scheiße. Das heißt nämlich jetzt, ich muss einen verdammt langen Umweg gehen. Zumindest. Ja, muss ich. Und der ist nicht so ohne. Aber der nächste Freak, der kommt einfach mal durch die Tür. Quasi unten ganz rechts den Weg benutzen, dass ich dann zu dieser Galerie da komme. Aber hier war das durch große Tür, oder? Ja. Gott! Thank you.
Langsam gehen mir die Munition aus. Ich glaube, die große Tür war das, oder? Ja. Ausgerechnet hier, wo die alle durch die Fenster oder so reingekommen sind. 4 Stück auf einmal. Und jetzt die nächste Tür auf der linken Seite. Das ist hier. Zum Glück sind die wieder auf dem Posten. Das Bild eines Helden mit einem Armband. Es liegt hinter gelbem Glas, das ist ein Schalter drückt. Das Bild des Helden hat sich grün gefärbt. Das Bild eines Weisen mit einer Halskette. Es liegt hinter rotem Glas, das ist ein Schalter drücken. Jo. Purpur gefärbt. Lisa geschützt von 3 Geistern. Das Bild einer Frau mit einem Armband, Halskette und Krone. Und am Unterrand des Bildes ist ein Schalter. Jo. Was war das? Jetzt wieder alles normal. Ja, ist es. Hier sind auch noch 2. Nee. Also das hier hat wohl nichts gebracht, da gehen die Dinger auf mich los. Jetzt gucken wir einfach mal, ob das funktioniert. Das sieht mir so aus. Armband. Ich bin gespannt. Fehlanzeige. Habe ich hier auch noch ein Bild?
Bringe das wahre Licht den drei Geistern. Jetzt lese ich mir nochmal durch. Also, das Bild eines Helden mit einem Armband. Es liegt hinter gelbem Glas. Ist ein Schalter. Nein. Was haben wir hier? Halskette. Rotem Glas. Mit einer Krone. Es liegt hinter gelbem Glas. Also das war die Halskette, oder? Nee, das war das Armband. Armband, Halskette, Krone. Ah, stopp, warte mal. Also ich muss es. Das ist doch eigentlich im Grunde, glaube ich, simpel, oder? Also Armband, Halskette, Krone. Das ist die Reihenfolge, wie ich es betätigen muss. Nein, also. Armband. Halskette. Krone. Grün, Purpur, Grün. Weiß, bleibt mir weg. Probieren wir es noch mal. Probieren wir einfach mal diese Reihenfolge. Ich gehe jetzt einfach mal die Reihenfolge systematisch durch, wie es das sein kann. Den brauche ich jetzt nicht, den auch nicht, aber den hier noch. Warte mal, Orange hatten wir noch gar nicht. Ah, warte mal. Grün, Purpur, Orange. Das Armband ist nämlich orange. Gibt's nicht. So, haben wir jetzt auch hier alles abgeschlossen? Jo. Ja, theoretisch hätte ich da rausgekonnt. Moin jetzt aber nicht. Ne, das ist. Rechts. Oder komme ich da jetzt auch durch? Ah, durchkommen tue ich noch. Nur nicht von der anderen Seite dann. Das ist schon mal gut.
Gesundheit. Die ist gelb. Da habe ich aber einen grünen Kräuterding ist dabei noch. Da. Verwende ich jetzt mal. So, schon ist grün. Fahrrad machen wir mal und ich brauche jetzt. Masken. Vier Stück habe ich jetzt. So, jetzt speichern wir quasi einmal dazwischen und dann würde ich mich nämlich verabschieden. Bis am Dienstag, wenn es weitergeht mit Resident Evil Teil 1. Mit dem neuen Abschnitt von mir. Also, macht's gut, Leute, und wir sehen uns dann heute noch bei der Formel 1 ab 17 Uhr bis wieder durchgängig 22:15 Uhr. Also, bis dann, Leute.